Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar mit der Dividendenstrategie zum Einkommensinvestor. Und die Veranstaltung machen wir wieder zusammen mit Julian Böhn. Ich freue mich, dass er für uns wieder die Zeit gefunden hat und dass Sie natürlich auch hier live dabei sind. Mein Name ist Herr Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Und ja, wir schauen uns direkt auch mal den Risikohinweis an. Denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Ja, das ist sehr wichtig. Okay, dann lieber Julian, übertrage ich sehr gerne den Bildschirm und wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Super, vielen Dank. Genau, dann sag mir gleich nochmal, ob man. Einen Moment. Wir sehen Word. Jetzt deine Startfolie. Jetzt. Ja, okay, super. Perfekt. Danke, Nelson, für die Einleitung, ne? Gerne. Gut, ja, zum Start oder beziehungsweise als der liebe Nelson die Einleitung gemacht hat, habe ich mich spontan gleich nochmal an mein Wasserglas verschluckt. Aber ich glaube, jetzt sollte es gehen wieder mit der Stimme. Dementsprechend auch von meiner Seite, ja, ein herzliches Willkommen mit der Dividendenstrategie zum Einkommensinvestor ist heute oder beziehungsweise nach wie vor das Thema. Ja, schön, dass wir live Teilnehmer haben. Nicht selbstverständlich auf jeden Fall bei dem Wetter. Wie gesagt, da nochmal vielen, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen und natürlich auch, ja, ein liebes Dankeschön an alle, die sich im Nachgang hier die Aufzeichnung anschauen. Auch hier nochmal der Hinweis, wenn Fragen sind zum Thema oder zu dem, was wir heute besprechen, gern auch auf dem YouTube-Kanal von FX Flat kommentieren. Da schaue ich vorbei und versuche dann die Fragen entweder dort zu beantworten oder aber diese Fragen dann im nächsten Webinar mitzunehmen. Termine, die dieses Jahr jetzt in der Zukunft sozusagen anstehen, geplant sind, ist dann einmal der 24.8. und der 28.9. Den Juli müssen wir sozusagen pausieren, weil ich da privat noch etwas sozusagen abzuschließen habe, ausbildungstechnisch und dementsprechend da sozusagen einen Monat schieben muss. Aber danach hören wir uns dann wieder im August und im September. Ansonsten für die, die heute ja, zum ersten Mal mit dabei sind und reinschauen, möchte ich mich einmal ganz kurz vorstellen. Ich versuche das auch wirklich kurz zu halten, kurz zu umreißen. Wie gesagt, ich bin Julian, ich bin begeisterter Börsianer seit mittlerweile über einer Dekade, habe damals im Rahmen meines Finanzmarktstudiums, ja, bin ich mit der Börse in Kontakt getreten, habe mich im Rahmen dessen ja zum ersten Mal so ein bisschen damit auseinandergesetzt. Die Herangehensweise war ja, sehr akademisch. Das heißt, vieles davon hört sich super toll in der Theorie an, ist dann aber leider für uns Privatanleger, für uns Privathändler, Aktionäre, wie auch immer, eher ungeeignet. Dementsprechend habe ich mich dann schnell auf die Suche gemacht und habe mich ja autodidakt weiter ausgetauscht, habe auch viele Persönlichkeiten aus der Handelsszene kennengelernt und habe da immer so ein bisschen den Austausch gesucht. Und bin dann irgendwann, sage ich mal, von dem klassischen Daytrading, ich glaube, das ist so für die meisten Leute irgendwie der Einstieg in oder der Erstkontakt mit der Börse, habe ich mich dann irgendwann davon wegentwickelt und bin hin zum Investor gewechselt. Das hatte einfach den Grund, dass zum einen meine Idee immer war, nicht für das Geld zu arbeiten, sondern das Geld für sich arbeiten zu lassen. Das heißt, ich wollte investieren und wollte nicht sozusagen meine Zeit gegen Geld tauschen, indem ich vor dem Bildschirm sitze und täglich entsprechende Trades suchen muss und darauf angewiesen bin, sondern ich wollte einfach ein Stückchen weit investieren und mich da frei machen, auch wissentlich das natürlich, um dann schlussendlich ja, nennenswerte Erfolge erzielen zu können, auch die Depotgröße eine entsprechend größere sein muss bei einem Investor, als das bei einem Trader sicherlich der Fall sein muss, um wie gesagt einen nennenswerten Ertrag erzielen zu können. Abseits davon betreibe ich den YouTube-Kanal Einkommensinvestor und habe einen Blog, der einkommen-investor.de heißt. Auch da gerne mal vorbeischauen, kommen regelmäßig Blogartikel online und ansonsten, wie gesagt, hier gerne auf dem YouTube-Kanal vorbeischauen. Ich freue mich immer über jeden, der mir hier ein Abo dalässt. Kommen regelmäßig Videos und ja, wie gesagt, wenn man da mit mir in Kontakt treten möchte, dann kann man das da auch sehr gern über die Kommentarfunktion auf YouTube tun.
Ansonsten, der liebe Nelson hat das ja schon sehr schön gesagt. Risikohinweis auch von meiner Seite nur noch mal ganz kurz. Alles, was ich sage, ist nur meine Meinung, dient zu Schulungszwecken, ist in keinster Weise eine Kaufempfehlung, Anlageberatung und darf und soll auch sehr gerne zu jeder Zeit hinterfragt werden. Denn am Ende ist es natürlich wichtig, dass Sie sich Ihre eigene Meinung bilden, für diese Meinung dann am Ende auch stehen und entsprechend, wie das dann so ist an der Börse, den Erfolg, aber zum Teil auch vielleicht den temporären Misserfolg einfahren. Auch das gehört zu einem erfolgreichen Anleger mit dazu. Ich würde sagen, wir haben sozusagen das, die Einführung haben wir hinter uns gelassen. Wir beginnen für die Leute, die öfter reinschauen, mit einem Zitat. Ich bringe ja immer Zitate am Anfang und ich habe diesmal eins von Bertolt Brecht mitgebracht. Ich fand es irgendwie, ja, gerade jetzt in den sehr heißen Tagen vielleicht ganz charmant, mal ein bisschen was mit dem kleinen Schmunzeln mitzubringen. Und zwar soll Bertolt Brecht mal gesagt haben, Bankraub, eine Initiative von Dilettanten, wahre Profis gründen eine Bank. Ja, mag man... kann man sicherlich drüber schmunzeln, ist vielleicht auch vielleicht ein bisschen provokativ gemeint, aber irgendwie ist da auf jeden Fall etwas dran. Ja, das erstmal zu dem Thema Zitat. Ansonsten, wie ist das Ganze heute aufgebaut? Ich möchte eine kleine Wiederholung geben, weil unser letztes Webinar ja auch schon wieder ein bisschen her ist. Ich habe Content-Thema oder ein Content-Thema mitgebracht. Ich habe aber auch Fragen mitgebracht. Ich habe nämlich vorab noch von Nelson E-Mail bekommen mit entsprechenden Fragen an mich, die ich ganz gern vorstellen bzw. beantworten möchte, so gut ich das eben kann. Und dann habe ich Beispielunternehmen mitgebracht, die wir uns heute mal wieder von einer saisonalen Betrachtungsweise anschauen werden. Wir werden das mal so ein bisschen anders machen, als ihr das vielleicht kennt. Wir werden einmal uns anschauen, wie kann man eine saisonale Betrachtungsweise nutzen, um schlussendlich in eine Aktie einzusteigen und wieder auszusteigen? Und wie kann man sozusagen auch einen saisonalen Chart nutzen, um zu schauen, okay, in ich zum Beispiel auf gar keinen Fall investiert sein. Das könnte ja auch ein Ansatz sein, zu sagen, okay, dieses Zeitfenster spare ich per se aus oder aber dieses Zeitfenster warte ich immer ab oder warte ich ab, um dann schlussendlich meine Position aufzunehmen. Das soll heute dann zum Schluss auch nochmal Gegenstand dieses Webinars werden. Ansonsten kurze Wiederholung, was haben wir uns letztes Mal zusammen angeschaut? Wir haben über die Vorteile der Dividendenstrategie gesprochen. Wir haben die Male davor sehr viel über das Thema, glaube ich, schon zusammen gelernt. Wir haben uns angeschaut, wie kann man das Ganze umsetzen? Was sind überhaupt Dividenden? Was verbirgt sich hinter diesem Terminus Dividendenstrategie? Wie ist der vielleicht auch aufgeteilt? Ja, also nicht alles oder anders gesagt, der Begriff Dividendenstrategie ist ein sehr weit gefasster Begriff, den man sicherlich auch sehr schön unterteilen kann. Und auch hier findet jeder seine Möglichkeit, sich in diesem Bereich zu positionieren und in diesem Bereich dann schlussendlich auch seine Anlagestrategie voranzuschreiten. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass man bei der Dividendenstrategie zum Beispiel ja auch auf sehr konservative Werte setzen kann, zum Beispiel die Aristokraten, Dividendenaristokraten. Man kann auch auf die Dividenden-Kings setzen. Das sind alles Unternehmen, die sehr lange schon ihre Dividende zahlen, teilweise 25 Jahre, teilweise 50 Jahre, das Ganze auch jedes Jahr steigern. Das ist sozusagen ein Qualitätsmerkmal. Das ist ja eine Möglichkeit, sich zu positionieren. Man hat auf der anderen Seite aber auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich gehe auf Wachstumswerte. Ja, Wachstumswerte im Bereich Dividendenrendite. Das bedeutet, wie hat das Unternehmen in den letzten Jahren die Dividendenrendite gesteigert? Vielleicht 3, 4, 5, 6, 7%, das wäre jetzt nicht so spektakulär, aber es gibt auch hier Unternehmen, zum Beispiel Starbucks, zum Beispiel Visa, die teilweise auch in der Lage waren, solch eine Dividendenrendite mal um 20, 25% und mehr zu steigern pro Jahr. Und das erfolgt natürlich dann in einer sehr schönen Gehaltserhöhung, die wir als Dividendeninvestoren dann auf unserem Konto verzeichnen können über die Zeit. Ja, deswegen, das wäre auch eine Möglichkeit, sich bei einer Dividendenstrategie auszurichten. Also einmal Sicherheit, einmal Wachstum und die dritte Kategorie, zumindest meiner Definition nach, wäre die Ausrichtung nach dem Cashflow. Ja, dass man zum Beispiel sagt, okay, ich lege vielleicht weniger Wert auf das Wachstum, ja, weil ich habe nicht die Zeit, die Dividende, dieses Unternehmen 5, 10, 15 Jahre zu halten, bis ich eine adäquate Dividendenrendite erhalte, sondern ich möchte relativ schnell
relativ zeitnah eine entsprechende Dividendenrendite einstreichen können und dann kommen hier auf das Spielfeld sozusagen zum Beispiel unternehmerische Sonderformen wie REITs, wie BDCs, wie MLPs, teilweise unternehmerische Sonderformen, die wir hier in diesem Kontext auch schon besprochen haben. Das heißt, wir haben hier meiner Meinung nach eine Dividendenstrategie, die wir aufteilen können in diese drei Komponenten und dann kann man sich hier entsprechend dessen, wie man sich aufstellen möchte, das hängt von unterschiedlichen Faktoren ab, zum einen natürlich, wie viel Geld ist vorhanden, zum anderen, was ist natürlich die Zielsetzung, wo soll es hingehen, aber vor allen Dingen auch, und das ist somit das Entscheidendste, wann brauche ich das Geld, wann brauche ich den Cashflow, wie viel Zeit habe ich noch? Ja, das ist immer so ein bisschen das, was quasi ein bisschen tückisch ist bei der Geldanlage, denn unsere Lebenszeit ist nun mal begrenzt und der Zinseszinseffekt wird in der Regel sehr spät erst wirklich richtig kräftig und dementsprechend sollte man hier natürlich logischerweise möglichst früh anfangen oder aber schon eine entsprechend große Depotgröße haben. Thema Vorteile, welche Vorteile bietet die Dividendenstrategie? Wir hatten hier über diverse Vorteile letztes Mal gesprochen, was ich sehr interessant finde, auch wenn das zum großen Teil ein bisschen abgedroschen ist, das Wort passives Einkommen, aber man muss sich einfach mal die Frage stellen, was für Alternativen gibt es? Ich weiß nicht, vielleicht ist der ein oder andere Vermieter von Immobilien hier mit dabei. Mal davon abgesehen, wenn man jetzt nicht eine große Hausverwaltung dazwischen setzt und das vielleicht sogar selber macht, weil es nicht allzu viele Wohnungen sind, dann wird einem schnell bewusst, okay, hier muss man tatsächlich auch wirklich Arbeit leisten, sei es einen Nachmieter finden, sei es neue Verträge abschließen, Nebenkostenabrechnung etc. pp. Das ist etwas, was hier, sage ich mal, bei der Dividendenstrategie zum Beispiel mehr oder weniger wegfällt. Wir suchen uns die Unternehmen aus, wir monitoren vielleicht noch, das heißt vielleicht noch, das muss jeder selber wissen, in gewissen Zeitintervallen, wie die Dividende sich verändert. Ja, wird sie erhöht, wird sie nicht erhöht, stagniert sie, wird sie gestrichen. Aber ansonsten findet der Zeit, ich sag mal, diese Transaktion relativ mühelos und ohne unser Zutun statt. Das heißt, die Dividende wird unser Depot oder auf unser Konto ausgeschüttet und wir können darüber verfügen. Wieder die Analogie zur Immobilie. Hier müssen wir natürlich schauen, zahlt unser Mieter weiterhin die Miete? Falls nicht, muss man natürlich dann entsprechende Schritte einleiten etc. Das ist für mich alles mit deutlich mehr Arbeit verbunden, als man das hier hat. Deswegen finde ich, dass man hier ruhig passives Einkommen, das Ganze so bezeichnen kann, auch wenn passiv natürlich hier in Gänsefüßchen versehen werden sollte. Ansonsten, was ich auch super finde in dem Bereich oder als Vorteil gemessen werden kann, ist, dass es einer Sofortrente gleicht. Ja, wir bekommen sofort unsere Dividendenzahlung. Wir müssen einfach nur die Aktie über die Hauptversammlung hinweg halten und bekommen dann quasi auch unsere Dividende sozusagen ausgeschüttet und sind dementsprechend dividendenberechtigt. Wir haben die Möglichkeit, gerade bei Zinszahlungen bzw. Dividendenzahlungen, die unterjährig erfolgen, eine Wiederanlage im Jahresverlauf durchzuführen. Das heißt, wir haben ja auch ein Stück weit die Möglichkeit, ein bisschen mit dem Zinseszinseffekt zu arbeiten, den für uns arbeiten zu lassen, indem wir möglichst schnell wieder das Geld, was ausgeschüttet wird, anlegen. Ein Punkt, der sehr häufig gar nicht zur Sprache kommt, weil er vielleicht nicht wirklich so bequem ist. Ich hatte ihn das letzte Mal aber auch schon angesprochen, das ist das Thema Erbe. Wir haben die Möglichkeit, solch ein Depot, weil es Assets sind, weil es Vermögenswerte sind, diese dann schlussendlich auch, sofern das beabsichtigt ist, an seine Hinterbliebenen weiterzugeben, sodass das Depot auch weiter wachsen kann, weiter gefüttert werden kann, sodass sozusagen die nächste Generation, sobald sie dann vielleicht von zusätzlichen Kapitalerträgen abhängig ist, dann diese wiederum verkonsumieren kann. In der Zwischenzeit kann das Depot sukzessive weiter über die Zeit wachsen. Das waren so die Vorteile. Dann haben wir uns beim letzten Mal auch die Frage gestellt, für wen ist das Ganze eigentlich geeignet? Und da hatte ich gesagt, dass das meiner Meinung nach eher für die Personen geeignet ist oder sind, die ein Stückchen älter sind oder aber relativ hohe Kapitalvermögen zur Verfügung haben, weil man natürlich hier sagen muss, bei der Dividendenstrategie geht es nicht darum, unbedingt eine Outperformance gegenüber dem Gesamtmarkt zu erzielen oder eine möglichst hohe Gesamtperformance zu entrichten, sondern es geht darum, einen
grundsätzlichen und kontinuierlichen Cashflow zu erzeugen. Und das macht natürlich meistens erst Sinn, wenn das Depot eine bestimmte Größe hat. Das ist das eine. Hat vielleicht auch ein bisschen was mit dem Thema Motivation zu tun. Da ist jeder ja auch irgendwie ein bisschen unterschiedlich gestrickt. Für viele reicht es auch, sage ich mal, wenn man mit einem relativ kleinen Depot startet und sagt, okay, ich bekomme hier regelmäßig meine Dividenden. Das kann auch psychologisch ein sehr interessanter Punkt sein, dass man sagt, okay, aber es motiviert mich weiter dran zu bleiben, weil ich bekomme immer was auf mein Konto ausgezahlt. Super, ja, dann auf jeden Fall dranbleiben. Ansonsten ist es natürlich etwas für Leute, die vielleicht ein Stückchen weit im Alter eine Versorgungslücke haben. Hier eignet sich das super, im Bereich Dividenden zu investieren. Für Leute, die, wie gesagt, ein größeres Depot haben, vielleicht gänzlich von Dividendenerträgen leben können, auch prima. Für heranwachsende Kinder, Jugendliche würde ich persönlich aus meiner Sichtweise eher auf performanceorientierte Strategien ausweichen. Ja, aber wie gesagt, das ist eine Geschmacksfrage und ich glaube, hier gibt es nicht wirklich einen richtig und einen falsch, weil es bringt nichts, wenn man sagt, okay, mathematisch oder steuerlich betrachtet macht es Sinn, aber es passt einem nicht oder es motiviert einen nicht, sage ich mal, die Buchgewinne vor sich herzuschieben Jahr für Jahr, sondern es motiviert einen viel mehr, dass man vielleicht auch mal eine Dividende ausgezahlt bekommt, ja, und man sich vielleicht von der Dividende zum Beispiel im Falle Starbucks dann einen Kaffee mal leistet oder, keine Ahnung, eine Coca-Cola sich von kauft. Ja, das sind jetzt nur so Ideen. Das sollte man an der Stelle definitiv meiner Meinung nach auch berücksichtigen. Dann haben wir darüber gesprochen, für welche Branchen oder welche Branchen vielmehr so rum für welche Branchen ist die Dividendenstrategie als solches besonders gut geeignet? Da haben wir eigentlich gesagt, es gibt eine Handvoll Branchen, die einem da eigentlich sofort einfallen. Das ist zum einen ganz allgemein gesprochen ja Unternehmensrichtungen, die Geschäftsmodelle verfolgen, die es schon sehr lange gibt, ja, weil man da dann aus der Vergangenheit sehen kann, okay, haben sich diese Geschäftsmodelle bewährt und ist es so, dass diese Geschäftsmodelle auch niedrige F&E-Kosten verursachen, also Forschung und Entwicklungskosten verursachen, einen niedrigen Innovationsgrad haben und auch sehr planbare Cashflows erzeugen. Ja, und Beispiele hierzu haben wir dann auch aufgezählt. Das waren unter anderem die Tabakindustrie, mag man jetzt ethisch und moralisch bewerten. Ja, das muss jeder für sich selber wissen. Faktisch ist aber, dass in der Tabakindustrie meines Wissens nach sich nicht wirklich viel verändert hat. Es sind im Laufe der letzten Jahre sage ich mal, die Wasserpfeifen vielleicht so in Mode gekommen. Es sind vielleicht diese Liquids in Mode gekommen. Aber unterm Strich ist das Prinzip irgendwie immer ähnlich geblieben. Ja, es wird etwas inhaliert, es wird es wieder ausgepustet. Und ob das jetzt Tabak ist oder etwas anderes, es ist nicht, sage ich mal, wirklich bahnbrechend innovativ, sodass hier die Cashflows sehr gut planbar sind. Gleiches gilt für die Konsumgüterindustrie, auch hier interessant. Ja, zum Beispiel Coca-Cola, Procter & Gamble. Ja, das sind so Unternehmen, die man hier nennen kann. Es ist ja völlig unabhängig davon, ob wir jetzt, sage ich mal, eine Krise haben oder keine Krise haben, ob wir einen Aufschwung haben. Es wird trotzdem, die Menschen brauchen trotzdem etwas zu trinken, die Menschen brauchen trotzdem Rasierschaum, Rasierklingen, die Babys brauchen Windeln und das sind alles Sachen, die, sage ich mal, relativ unabhängig sind von den Wirtschaftszyklen, ne? Relativ also. Ja, Telekommunikation ist auch etwas, was, sage ich mal, in dem Bereich durchaus interessant ist, weil auch hier wenig Konkurrenz besteht, weil einfach die Unternehmen und die Fallstricke, nicht Fallstricke, sondern die Stellungsgrenzen sind, nicht so einfach ist für Konkurrenten hier sozusagen mit einzusteigen. Und zu gut abraten, zumindest für Leute, die sofort auf Dividenden schielen, weil sie das einfach benötigen, ist in der Regel die Hightech-Branche, weil einfach hier natürlich logischerweise ein sehr hoher Innovationsgrad herrscht. Es muss sehr viel Research betrieben werden, gerade wenn man mal an so einen Konzern wie zum Beispiel Apple denkt, der zwar Dividende zwischenzeitlich zahlt, aber natürlich sehr viel Geld in Forschung und Entwicklung investieren muss, damit einfach ja neues iPhone gelauncht werden kann, neue Software gelauncht werden kann etc. Das waren so die Richtungen, die wir uns hier in diesem Bereich angeschaut haben. Und dann haben wir noch einen kleinen Schwenk gemacht zu Auswahlkriterien als grobe Orientierung. Da habe ich gesagt, dass man schon auf eine Dividendenrendite von mindestens 3,5% spekulieren sollte, wobei auch hier natürlich das Ganze sehr individuell ist. Das sind, wie gesagt, ganz grobe Hausnummern, die ich hier genannt habe. Ich habe sicherlich auch
Gerade wenn ich jetzt an eine Aktie wie McDonald's denke, die ich im Depot habe, da komme ich, weiß ich nicht, ob ich auf 3,5% mittlerweile komme, müsste ich mal nachschauen. Ich habe die sicherlich gekauft, da hat sie keine 3,5 gebracht, ist aber einfach ein grundsolides Unternehmen und ich habe die relativ günstig mir ins Depot buchen können. Dementsprechend, wie gesagt, ist das einfach nur eine grobe Orientierung. Ansonsten Finanzierbarkeit der Ausschüttung, damit meine ich einfach, dass man schaut, dass solche Unternehmen die Dividende nicht aus der Substanz zahlen, weil das kann natürlich über einen langen Zeitraum zu einem Problem werden, weil das Unternehmen ja schlussendlich das, was sie ausschütten, nicht erwirtschaftet. Sie leben quasi über ihre Verhältnisse und das führt unweigerlich natürlich irgendwann zum Streichen oder zur ja, Insolvenz der entsprechenden Firma. Ausschüttungsintervall ist eine Geschmacksfrage. Klar, ich hatte es vorhin gesagt, man kann hier ein bisschen den Zinseszinseffekt für sich nutzen lassen. Ich persönlich mag das auch, Quartalzahler oder sogar Monatszahler im Depot zu haben, aber am Ende des Tages ist es eine Geschmacksfrage. Verschuldungsgrad beachten, geht so ein bisschen mit der Finanzierbarkeit der Ausschüttung einher und natürlich Transaktionskosten und Liquidität beachten. Damit meine ich, zum Beispiel hier bei FX Flat hat man ja die Möglichkeit, sehr kostengünstig Aktien zu kaufen, sehr kostengünstig zu handeln. Das wäre zum Beispiel von Vorteil. Und bei der Liquidität darauf achten. Ich sage mal, wenn man jetzt den Super-Exot kauft als Unternehmen und da ist keine Liquidität an der Börse, dann kann man natürlich da aufgrund des Spreads einen sehr schlechten Einstiegskurs bekommen. Das wäre auch etwas, wo ich darauf achten würde. Ansonsten bei den klassischen und gängigen Unternehmen sollte das in der Regel kein Problem sein. Dann habe ich, wie schon angekündigt, die entsprechenden Fragen hier heute mal mitgebracht, beziehungsweise Nelson war ja so nett und hat mir hier nochmal Fragen von Teilnehmern mitgegeben. Und eine Frage, wie ist das mit Dividendenfonds, beziehungsweise mit Dividenden aus Fonds? Leider ist die Frage nicht weiter konkretisiert worden. Ich kann ja einfach mal so ein bisschen meine Meinung dazu abgeben und ich zeige dann auch gleich nochmal im Anschluss daran, wie man vielleicht den einen oder anderen, ich sag mal, Dividendenfonds findet. Also ganz grundsätzlich möchte ich die Frage einmal auseinandernehmen und mich aber erstmal vorab dafür bedanken, dass hier die Frage sozusagen gestellt wurde. Also wie gesagt, vielen lieben Dank dafür. Jetzt ist es so, dass hier an der Stelle, wie gesagt, leider nicht spezifiziert worden ist. Wenn wir das Thema Fonds haben, dann stellt sich für mich ja immer die Frage, worum geht es? Ja, geht es um einen aktiven Fonds oder geht es um einen passiven Fonds? Ja, bei einem passiven Fonds bewegen wir uns im Bereich ETFs und bei einem aktiven Fonds haben wir in der Regel einen Fondsmanager, der das Ganze dann entsprechend lenkt. Ich persönlich selber bin nicht so der ganz große Freund von aktiven Fonds, deswegen würde ich das an der Stelle auch ausklammern. Ja, hat einfach den Hintergrund, dass es meistens der Fall ist, dass aktive Fonds nicht viel besser performen als der Gesamtmarkt. Dementsprechend kann man sich auch gleich am Gesamtmarkt orientieren oder aber auf einen passiven Fonds ausweichen, der das Ganze dann für einen sozusagen abbildet. Insgesamt, was spricht für einen passiven Fonds und was sozusagen spricht dagegen? Wenn wir uns darüber unterhalten, was für einen aktiven Fonds spricht, dann ist es für mich einmal der Diversifikationseffekt. Das bedeutet, wenn ich einen ETF nehme, dann habe ich sehr viele einzelne Assets, die da drin sozusagen kombiniert sind. Ich habe einen relativ schwankungsunempfindlichen Finanzvehikel, also ein relativ unempfindliches Finanzprodukt, das natürlich logischerweise schon volatil ist, aber hängt halt einfach davon ab, wie das Ganze aufgestellt ist. Das heißt, es ist deutlich schwankungsärmer als eine Einzelaktie. Ich habe dafür aber zum einen Kosten. Die Kosten fallen jetzt nicht großartig ins Gewicht, aber, und das ist so ein bisschen das, warum ich persönlich Abstand nehme von Dividenden-ETFs. Ich persönlich habe lieber gerne das Direktinvestment in die Firma. Ja, das ist einfach etwas, wo ich mich wohler mit fühle. Mein Depot ist zum großen Teil sind das Einzelwerte, ja, also Einzelaktien. Ich habe auch ein ETF-Portfolio, aber da sind keine Dividenden-ETFs drin, weil ich in die Dividendenwerte mit Direktinvestitionen reingehe und bei den ETFs eher dann, sage ich mal, so ein bisschen grundsolides Sparplan investieren betreibe. Das mache ich und zum anderen nutze ich teilweise ETFs, um meine systematischen Handelsstrategien umzusetzen, aber das wäre jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Also hier, wie gesagt, für mich persönlich würden dann die passiven Dividenden-ETFs sicherlich
könnte man hier in Betracht ziehen. Ich persönlich mache es nicht, möchte euch jetzt aber an der Stelle auch noch mal zeigen, wie man sich das Ganze anschauen kann. Und ich habe hier einmal die Seite Just ETF aufgerufen und da könnt ihr dann sozusagen hier auf die ETF-Suche gehen und dann geht ihr auf ETFs nach Themen. So, und dann gibt es hier, wie gesagt, ETFs mit unzähligen Möglichkeiten, in die man hier investieren kann, unter anderem auch in Bitcoin-ETF. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, weil das auch eine Frage war, die ich unter einem der YouTube-Videos gefunden habe. So, und dann scrollt man runter und findet hier zum Beispiel die Dividenden-ETFs, ja. So, hier hat man unterschiedliche Burggraben, Fundamental, Quality, also hier gibt es unterschiedliche, also die unterschiedlichsten Möglichkeiten und hier hat man zum Beispiel einmal die Kategorie die besten ETFs auf Aktien weltweit, die größten Dividenden-ETFs auf Aktien weltweit, die günstigsten ETFs auf Aktien weltweit. Ja, also das könnte man sich jetzt hier mal anschauen, mal einfach mal zwei öffnen. Das ist jetzt Xtrackers, das wäre zum Beispiel ein ETF, meine ich, von der Deutschen Bank. Und dann hat man hier die Möglichkeit, den Kurs hier zum Beispiel bei Xetra sich anzuschauen und man hat hier das Factsheet, was man sich anschauen kann. Bei diesem Factsheet finde ich immer ganz interessant, ja, wie das Ganze hier aufgelegt wird. Hier haben wir eine direkte Replikation, wir haben hier eine Ausschüttung und wir haben eine Pauschalgebühr von 0,29% per anno. Wir haben hier das Fondsvolumen und so weiter und so fort. So kann man sich anschauen, wie das Ganze hier entwickelt hat. Und was ich immer super finde, ist hier nochmal zu schauen, okay, wie ist denn die Länderverteilung? Hier sehen wir USA, Großbritannien, Schweiz, Japan, Deutschland. Hier haben wir unten ein bisschen Barmittel, relativ klein. Hier haben wir die Sektorenverteilung. Ja. Und hier haben wir quasi die Top 10 Holdings, also welche sind die größten Einzelanteile. Und hier sehen wir zum Beispiel Johnson & Johnson, Nestle, Procter & Gamble und so weiter. Verizon und so weiter und so fort. Das heißt, hier kann man sich das Ganze immer sehr schön nochmal anschauen und ja, das wäre jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit, sich einen Dividenden-ETF rauszusuchen. Wir haben hier ungefähr 17,82 und wir können hier sehen, dass hier letztes Jahr oder dieses Jahr 47 Cent sozusagen ausgeschüttet worden sind. Das ist jetzt hier bei Just ETF, glaube ich, ein bisschen ungünstig, dass die das nicht direkt ausgerechnet haben. Ich habe das nebenbei bei meinem Taschenrechner gemacht. Es müssten so ungefähr 2,6% Dividendenrendite sein, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe auf die Schnelle. Also nicht wirklich spektakulär. Hier haben wir noch einen anderen ETF. Der liegt bei 29 Euro Ausschüttung, sind hier bei 99 Cent. Und da liegen wir ungefähr so knapp, Pi mal Daumen, bei 3% Dividendenrendite. Also wie gesagt, hier kann man sich das Ganze mal anschauen. Es wird sicherlich auch noch ETFs geben, die deutlich mehr Dividendenrendite bringen. Da muss man einfach hier mal sich so ein bisschen durchklicken und schauen, was für einen relevant ist. Ich glaube, von den Kosten ist das alles überschaubar, gerade wenn man es mit aktiven Fonds vergleicht. Man muss sich halt an der Stelle wirklich die Frage stellen, ob man solch einen ETF nutzen möchte. Wie gesagt, es hat Vor- und Nachteile. So, das dazu. Dann wurde ich gefragt, ob ich Tipps für einen Neuling an der Börse habe. Und diese Frage möchte ich hier an der Stelle einmal beantworten. Und zwar ist es so, dass jeder mal irgendwie angefangen hat. Also ich persönlich würde sagen, Tipps ist natürlich immer irgendwie schwierig. Ich würde mir zum einen erstmal Gedanken darüber machen, was, sage ich mal, die Zielsetzungen sind. Ja, warum möchte ich überhaupt in diesem, ich sag mal, Haifischbecken aktiv werden? Ja, was sind meine Ansätze? Wo möchte ich hin? Und dann mir halt konkret einen Plan machen, was sind meine Ziele und was muss ich dafür tun, um dahin zu kommen. Ja, um es bei mir mal konkret zu machen, ich habe ja begonnen mit klassischem Daytrading, ja, ich wollte halt handeln und habe dann aber irgendwann mal festgestellt, eigentlich ist das gar nicht das, warum ich damit angefangen habe und habe dann sozusagen den Weg wieder ein Stückchen verlassen. Und das würde ich zu Beginn klar machen. Ich würde mir die Frage stellen, okay, was möchte ich an der Börse machen? Ja, möchte ich Versorgungslücke kompensieren, möchte ich, keine Ahnung, finanzielle Unabhängigkeit erreichen, möchte ich für meine Kinder vorsorgen. Ja, das sind ja alles super Sachen, aber sie bedarfen einer ganz unterschiedlichen Hingabe der Ziele. Ja, wenn ich finanziell unabhängig sein muss, muss ich halt viel mehr leisten, als wenn ich zum Beispiel nur für meine Kinder vielleicht bis zum 18. oder 20. Lebensjahr irgendwie ein Depot aufbauen möchte, damit sie sich dann, keine Ahnung, das Studium finanzieren können oder, weiß ich nicht, Startkapital haben, was auch immer, ja.
Und das sollte man sich klar machen. Da bin ich ein großer Freund von, sich also wirklich die Frage stellen, wo soll die Reise hingehen und dann sozusagen sich den Plan zu machen und das Ganze abzuarbeiten. Das ist, wie gesagt, einfach nur meine Sicht darauf. Und auch hier vielleicht nochmal der Hinweis, auch wenn das sehr häufig dort draußen anders verkauft wird, weil das vielleicht nicht sexy ist, aber es ist einfach meiner Meinung nach Fakt. Börse ist ein Marathon und kein Sprint. Ja. Es dauert eine gewisse Zeit und damit meine ich Jahre, bis man, sage ich mal, wenn man von Null startet, ein entsprechendes fünf-, sechsstelliges, vielleicht siebenstelliges Depot hat. Und das bedarf auch sehr viel Hingabe und sehr viel Disziplin. Und es ist halt nicht die Möglichkeit, oder ich sehe halt nicht die Möglichkeit, dieses schnell reich werden, wenn man grundsolide vorgehen möchte und nicht irgendwie einen Totalverlust riskieren möchte. Ja? So meine Sicht auf die Dinge. Aber wie gesagt, das sehen andere vielleicht anders. Worauf achten bei der ETF-Auswahl? Das ist eine Frage, die ich schon sehr häufig bekommen habe und ich habe hier einfach mal so eine Bandbreite an Sachen jetzt mitgebracht. Das stammt sozusagen, und das könnt ihr alles bei Just ETF einsehen. In der Regel könnt ihr dann diese ETFs logischerweise auch bei FX Flat handeln. Und bei den ETFs ist es so, auch hier wieder, das ist super, ja, super abhängig davon, was man für ein Anlegertyp ist. Ist man eher ein risikoscheuer Anleger, ist man ein risikofreudiger Anleger? Ich habe einfach mal so ein paar Sachen mitgebracht. Zum Beispiel, wo man darauf achten könnte, ist das Fondsvolumen. Meiner Meinung nach, oder das, ich würde immer so gucken, dass wir mindestens irgendwie 100 Millionen haben. Ja, wie gesagt, es gibt jetzt auch kein richtig und kein falsch, aber das wäre so eine Zielgröße, auf die ich zum Beispiel achten würde. Dann, je nachdem, ob man das Ganze für sich als Langfristanlage sieht, ja, dann könnte zum Beispiel Sparplanfähigkeit ein attraktives Argument sein. Ist für mich teilweise auch interessant, teilweise aber auch nicht interessant. Wenn es um systematische Handelsstrategien geht, ist es für mich völlig egal, ob der Sparplan fähig ist. Ja, wenn es darum geht, ja, einen monatlichen Sparplan laufen zu lassen, dann logischerweise macht das natürlich Sinn. Fondsalter finde ich interessant. Fondsalter finde ich deshalb interessant, weil es Sinn macht, immer ETFs im Auge zu haben, die mindestens älter sind als ein Jahr. Warum? Weil in der Regel nach einem Jahr erst die Bilanzen fertig sind und dann sozusagen man auch final weiß, was so ein Fonds tatsächlich an Kosten verursacht. Also umso älter, umso besser, würde ich jetzt mal behaupten, kann auch einfach was mit dem Qualitätsvermutungseffekt zu tun, dass man sagt, okay, diesen Fonds gibt es schon relativ lange, verfügt über eine entsprechende Marktkapitalisierung. Dementsprechend ist das ein grundsolides Investment, würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen. Ja, laufende Kosten, wobei ich da gar nicht mal so der Pfennigfuchser bin. Ich denke mir immer, es ist halt super abhängig davon, was das für ein ETF ist. Ich finde es jetzt wenig clever, irgendwie da auf die letzte Nachkommastelle zu schauen, ja, und dann irgendwie statt 0,3% irgendwie 0,25% zu haben und das alles umzuschichten und so weiter und so fort. Ja, ist aber auch etwas, was jeder, glaube ich, für sich selber irgendwie klärt. Börsenliquidität geht in der Regel Hand in Hand mit dem Fondsvolumen. Umso mehr Fondsvolumen, umso mehr wird so ein ETF in der Regel auch gehandelt. Fondsanbieter ist, wie gesagt, auch eine Geschmackssache. Der eine bevorzugt Commerzbank, Deutsche Bank, der andere sagt, nee, ich fühle mich bei BlackRock wohl. Ja, es ist, wie gesagt, gibt es, glaube ich, auch kein richtig und kein falsch. Und zu guter Letzt, aber hier gibt es gemessen an dem, was man an Zielen verfolgt, sicherlich richtig und falsch. Und da muss man schauen, ist man der Typ, der sagt, okay, ich möchte einen thesaurierenden ETF haben. Das bedeutet, dass Dividenden zum Beispiel direkt wieder angelegt werden. Oder aber sagt man, okay, pass auf, ich möchte einen ausschüttenden ETF haben. Das wiederum würde, wie der Name schon sagt, bedeuten, dass man Dividenden schlussendlich auch auf sein Konto ausgezahlt bekommt und die logischerweise im Umkehrschluss dann auch versteuern muss. Wie gesagt, kann man alles bei Just ETF sich nochmal im Detail anschauen und dann bei der entsprechenden ETF-Auswahl darauf achten. Dann eine Frage, weil das, glaube ich, in der letzten Zeit sehr viel für Furore gesorgt hat, nämlich ob ich Kryptos halte oder selber in Kryptos trade oder investiere. Ich weiß nicht mehr, wie die Frage weiterging. Ich selber bin in Kryptos investiert, bin aber überhaupt nicht tief in der Materie drin. Ich habe diverse Kryptopositionen aber schon seit mehreren Jahren, habe teilweise auch nochmal aufgestockt, aber auch hier ganz wichtig, es ist für mich ein sehr kleiner Teil meines Gesamtportfolios, meines Gesamtvermögens
Und wie gesagt, ich bin da auch nicht so sehr im Thema drin, dass ich sagen kann, ist sinnvoll, ist nicht sinnvoll, muss am Ende jeder für sich selber entscheiden. Ich finde, als Diversifizierung finde ich es eigentlich ganz, ganz interessant. Und ja, viel mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen. Wie gesagt, ich selber bin investiert, aber würde es wirklich mit einem echt überschaubaren Teil machen, weil die Volatilität, die solch ein Kryptomarkt mit sich bringt, ist halt in keinster Weise vergleichbar mit das, was wir an den Aktienmärkten erleben oder von den Aktienmärkten kennen. Dementsprechend sollte man da an der Stelle auch vorsichtig sein oder aber natürlich genau wissen, was man tut. Größtes Learning an der Börse finde ich auch eine spannende Frage. Zuallererst glaube ich, und das ist vielleicht etwas, was man auch zu der ersten Frage oder ich glaube die dritte Frage war es, mitgeben könnte. Und zwar, der Markt hat immer recht. Ja, also der Markt hat immer recht, finde ich persönlich eine Erkenntnis, die einem eine Menge Geld sparen kann. Ja, es macht keinen Sinn, sich gegen den Markt zu stellen. Es macht keinen Sinn, gegen eine ins Minus laufende Position krampfhaft festzuhalten, sei denn es gibt die Strategie her. Einfach akzeptieren, der Markt hat immer recht. Wir müssen nicht immer verstehen, warum das so ist. Wir können eine andere Meinung haben. Das ist alles schön und gut, aber der Markt hat am Ende trotzdem recht. Ja, also selbst wenn wir sagen, ja, wir haben eine große Wirtschaftskrise oder die steht bevor oder es ist eine Blase, ja, das kann alles sein. Am Ende sagt uns aber der Markt, was aktuell ist und was halt nicht aktuell ist. Und daran sollte man sich sozusagen einfach gewöhnen. Ja. Dann etwas, was ich auch in dem Zusammenhang nennen würde, ist Risiko und Rendite gehen Hand in Hand. Also das ist, glaube ich, das Thema, was wir bei den Kryptos haben. Ja, es ist eine unglaubliche Möglichkeit, Geld zu verdienen, aber es ist auch auf ein unglaubliches Risiko. Und genauso funktioniert das am Aktienmarkt halt auch. Ja, wenn ich halt in irgendwelche Penny-Stocks investiere, dann habe ich sicherlich die Chance, da einen Ten-Bagger zu erwischen. Ich habe aber auch die Chance, einen Totalverlust zu erwischen. Und das kann man vielleicht mit kleinem Geld irgendwie machen. Aber ich sage mal so, wenn die Depots größer werden, dann sollte man halt schauen, dass man vielleicht das Risiko ein bisschen runterfährt. Und umso älter man ist, umso mehr sollte man das Risiko grundsätzlich runterfahren, weil der Kapitalwiederbeschaffungswert halt ja mit jedem Lebensalter sozusagen immer weiter zunimmt, weil wir einfach nicht die Zeit haben, verlorenes Geld zurückzuverdienen. Ne? Uns fehlt der Zinseszinseffekt hinten raus und wie gesagt, die Zeit läuft da sozusagen ein Stück weit gegen uns. Ansonsten Zeit und Konstanz mitbringen. Damit meine ich eigentlich das, was ich auch schon gesagt habe. Börse ist ein Marathon, kein Sprint. Und wir müssen einfach kontinuierlich investieren und ja, an unserer Strategie festhalten, die natürlich auch immer neu evaluieren, ein Stückchen weit anpassen. Und dann glaube ich, hat man da die Möglichkeit, mit einem entsprechenden Zeitpuffer, das man hat und ja, mit einem bisschen Geld, was man sparen kann, doch ein ja, zumindest ganz ansehnliches Vermögen über die Börse aufbauen zu können. Zu guter Letzt noch die letzte Frage und zwar, welche Indikatoren verwendest du? Da muss ich sagen, ich verwende eigentlich gar keine Indikatoren. Ich schaue mir Charts in der Regel nackt an. Also ich habe klassische Candlestick-Charts, die ich mir anschaue. Ich habe teilweise Phasen, da lasse ich mir das Volumen nochmal mit anzeigen oder aber halt sowas wie eine EMA 200 und eine EMA 50. Die lasse ich mir nochmal anschauen, weil ich das immer noch ganz interessant finde und das sehr häufig von entsprechenden Institutionen oder Fachmagazinen ja, in das Zentrum gezogen wird und das natürlich dann dazu führt, dass es mehr Beachtung von den Marktteilnehmern erfährt, als das vielleicht, sage ich mal, ansonsten der Fall wäre, wenn das nicht so prominent zur Schau gestellt wird. So, dann müssen wir einmal ganz kurz einen kleinen so, Sprung machen, da sind wir wieder. Und jetzt möchte ich sozusagen von dem, ja, von den Content-Themen wechseln. Und zwar möchte ich hier mehr an der Stelle einmal das Thema Saisonalitäten aufgreifen und das nochmal so ein bisschen erläutern, weil ich glaube, dass das teilweise noch gar nicht jedem so ein Begriff ist, was sich darunter verbirgt. Wir werden uns gleich in der Folge verschiedene Unternehmen anschauen und deren saisonale Verläufe. Und dafür müssen wir natürlich einmal darüber sprechen, was es damit eigentlich auf sich hat.
Und wenn man sich das hier einmal anschaut, dann handelt es sich hierbei um einen saisonalen Verlauf von Heizöl. Das bedeutet, wir haben hier sozusagen den jährlichen Verlauf des Heizölpreises. Ja, wir haben hier auf der einen Seite die prozentuale Veränderung oder die nominale Veränderung und wir haben hier auf der unteren Achse sozusagen einmal das Jahr aufgegliedert, ja, von Januar bis Dezember. So, und jetzt ist es so, und das ist der Unterschied bei einem saisonalen Chart im Vergleich zu einem, ich sag mal, klassischen Chart. Bei einem klassischen Chart haben wir fortlaufend ein Jahr. Na, wir haben fortlaufend ein Jahr. Bei einem saisonalen Chart ist es so, dass eine bestimmte Zeitperiode übereinander gelegt wird, ja, wie so eine Art Durchschnittschart. Das bedeutet, wir haben jetzt zum Beispiel einen Zeithorizont, das sieht man jetzt in diesem Fall nicht. Normalerweise sind das immer so 20, 30 Jahre. Die werden quasi übereinander gelegt, um schlussendlich Tendenzen herauszufinden, um dann zu schauen, okay, wie verhält denn der Chart sich unterjährig in der Regel? Ja, also so auf Durchschnitts, also wenn ich mir die Durchschnittsverläufe anschaue. Und das wurde hier sozusagen auch gemacht. Und das, was dann in dem Moment auffällt, ist, dass wir hier zum Beispiel im Juni und Juli, ja, wo wir uns ja gerade befinden, wir sind ja gerade hier im Juni, dass wir hier der Heizölpreis am niedrigsten ist. So, jetzt kann man natürlich, und da wird das Ganze jetzt interessant, sich die Frage stellen, wenn man solch eine Beobachtung macht und so etwas feststellt, auch wenn das natürlich jetzt sehr einleuchtend ist, ja, warum ist das so? Was steckt da fundamental für eine Erklärung hinter? Ja, warum, also kann man das fundamental erklären? Ja? Oder ist es einfach eine Anomalie des Marktes, die man vielleicht nicht erklären kann und wovon man dann auch ausgehen kann, okay, das sind vielleicht, keine Ahnung, 3, 4 Jahre gewesen, die fallen einfach statistisch aus der Reihe raus, hat aber keine fundamentale Relevanz. Hat es aber eine fundamentale Relevanz, dann kann man ja davon ausgehen, dass das vielleicht die nächsten Jahre auch wieder der Fall sein wird. Und Heizöl im Juni, Juli am preiswertesten? Naja, wahrscheinlich, weil die Temperaturen entsprechend am höchsten sind. Ja? Wenn man jetzt den Temperaturchart hätte, wäre das wahrscheinlich genau einmal gespiegelt. Andersrum ist es dann aber so, dass der Preis am höchsten ist im Winter, Herbst, ja? Weil da logischerweise, wie es ja steht, die Heizsaison ist. Und das ist jetzt wiederum interessant, der Hochsommer, aber schon sozusagen der erste Preisanstieg beginnt, weil natürlich schon die Leute anfangen, sich sozusagen für den Winter einzudecken. Ja? Das zum Thema Saisonalitäten, was jetzt natürlich super spannend ist und naheliegend ist, wie läuft das denn zum Beispiel in einzelnen Aktien ab oder aber, und da basieren ganz viele systematische Strategien halt drauf, wie läuft das Ganze in Indizes ab? Ja? Das ist auch immer etwas, was hier an der Stelle natürlich durchaus interessant ist. Und dann wollen wir mal zusammen uns verschiedene Aktien anschauen. Ich habe hier einmal die gute Netflix-Aktie mitgebracht. Ich glaube, ich brauche dazu gar nicht viel sagen. Ich glaube, Netflix ist eben ein Begriff, so ein Streaming-Anbieter aus den USA, hat einen riesen Boom erlebt, sage ich jetzt mal, ja, gerade zur Lockdown-Zeiten hier, wenn man sich das mal anschaut, weil einfach, naja, logischerweise die Leute zu Hause waren und ja, was macht man da? Man schaut sich vielleicht die ein oder andere Netflix-Serie oder einen oder anderen Netflix-Film an. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir hier jetzt nach diesem wahnsinnigen Anstieg hier gerade so ein bisschen seitwärts korrigieren, spricht in der Regel oder ist in der Regel positiv zu sehen, meiner Meinung nach, denn wir haben hier keine Korrektur im Wir haben ja keine Korrektur auf der Wertseite, sondern eine Korrektur auf der Zeitachse. Und das ist in der Regel immer für Stärke oder spricht für Stärke, weil sozusagen die Kurse gar nicht nachgeben, sondern sich immer wieder von der Unterseite Käufer nähern und den Kurs gar nicht weiter fallen lassen. Was aber jetzt natürlich interessant ist, wenn wir jetzt wieder logisch überlegen, okay, wir haben hier eine Aktie, Netflix, ja, die hat einen sehr guten Hype erwischt, ja. Aber wenn man sich die Frage stellt, okay, wann gucken die Leute denn Serien oder Filme? Ja? Zum einen natürlich in der Regel abends, zum anderen aber auch wahrscheinlich eher in der dunklen Jahreszeit. Warum? Weil man vielleicht weniger machen kann. Ja? Das bedeutet, hier könnte man jetzt rein von der Logik her sich überlegen, okay, hier liegt ein saisonales Muster vor. Haben wir die Möglichkeit, dieses saisonale Muster für uns in irgendeiner Art und Weise nutzen zu können?
Und das habe ich hier jetzt mal versucht darzustellen. Und zwar bin ich mal hingegangen und habe gesagt, okay, alles klar, ich schmeiße das Ganze mal in die Software und lasse hier mal von Juli, 15. Juli bis 2. August das Ganze einmal durchrechnen und stelle da fest, hier über diesen Hochsommer verteilt, ja, also über diese 2, 2,5 Wochen verteilt, haben wir einen unglaublich hohen hohe Wahrscheinlichkeit und auch nominal einen unglaublich hohen Rückgang. Ja, und das Ganze kann man hier zusammengefasst sich nochmal in Zahlen anschauen. Hier kommen wir nämlich auf durchschnittlich minus 16% in 2,5 Wochen. Das ist nicht wenig. Und wir haben hier insgesamt 19 Einzelereignisse. Ne? Für die Leute, die jetzt gleich wieder sagen, ja, das ist aber nicht statistisch relevant. Ich weiß, es geht ja auch nur darum, eine Tendenz zu identifizieren. Wir haben hier in der Zeit auch maximal einen Loss von knapp 40%. Wir haben auf der Gegenseite natürlich auch Gewinnjahre, aber man kann diese Zeit sozusagen extra aussparen, um vielleicht nach dieser Zeit in die Netflix-Aktie zu investieren, ja, weil ich dann hier vielleicht 15, 16% im Durchschnitt günstiger in den Tag. Das heißt, wenn ich sage, okay, ich möchte vielleicht weitere Netflix-Positionen ausbauen, ich selber bin auch Netflix-Aktionär und sage, ich möchte ja, neues Geld einbringen in diese Aktie, dann macht das vielleicht Sinn, das Ganze nach dem 2. August, 3. August, irgendwie so im Laufe des Augustes zu tun, anstatt das vielleicht schon im Juli zu tun. So kann man zum Beispiel solch eine Aktie nutzen. So. Okay, so. Dann habe ich mal ein bisschen was Konservativeres mitgebracht. Und zwar habe ich Vonovia mitgebracht. Ich denke, das ist auch jedem ein Begriff. Das ist jetzt ein deutsches Unternehmen aus dem Immobilienbereich. Und wir haben hier einen ebenfalls sehr schön trendenden Chart. Wir haben hier natürlich auch diesen kleinen Rücksetzer, aber im Großen und Ganzen ist das ein sehr schön trendender Chart. Wir befinden uns hier sozusagen gerade ja, mehr oder weniger in einem Rücklauf, sage ich mal hier. Sieht so ein bisschen wie so eine bullische Flagge irgendwie aus. Also nichts wirklich Dramatisches. Nichtsdestotrotz ist es ein interessantes Unternehmen, weil hier auch eine Dividende gezahlt wird. Die ist aktuell nicht allzu stark, aber so zwischen 2 und 3% für den deutschen Wert schon mal gar nicht so verkehrt. Und ich habe hier mal den Zeithorizont mitgebracht. Das Ganze jetzt aber andersrum, als wir das bei Netflix gemacht haben, sondern hier geht es jetzt darum, mal zu gucken, okay, welcher Zeithorizont eignet sich? Ich habe hier mal den 5. Mai mitgebracht bis zum 2. September. Das ist Juni, Juli, August. Ja, so ungefähr 3 Monate sind das. Ja, ne, Mai, Juni, Juli, August. Ne, 4 Monate sind das. 4 Monate. Und schauen wir uns mal an, wie sich das entwickeln würde, wenn man diesen Zeithorizont investiert. Dann kommt man bei 7 Jahren. Hatte man keinen Verlusttrade und man hatte im Durchschnitt 12% Performance, in der Spitze sogar mal 41% Performance und hatte ja, kein großes Loss, was man hier sozusagen bekommen konnte, sondern der schlechteste Trade war halt sogar noch ein Plus-Minus-Null-Trade. Ja? Also ebenfalls auch eine Möglichkeit, die durchaus interessant ist. Wäre für mich jetzt nicht so wirklich ja, also relevant, weil ich das aktuell zumindest jetzt, ohne da genauer reinzugehen, das nicht fundamental argumentieren könnte, aber im Großen und Ganzen auch auf jeden Fall ja, vielleicht interessant für den einen oder anderen Teilnehmer an der Stelle. Und zu guter Letzt habe ich noch eine sehr klassische Aktie mitgebracht, die Daimler-Aktie, brauche ich, denke ich, nicht viel zu sagen. Wir haben hier ein unglaubliches Reversal gesehen. Man konnte Daimler hier wirklich im untersten Punkt extrem günstig schießen, irgendwie zwischen, weiß nicht, 22, 23 Euro. Wir sind mittlerweile wieder bei 75. Daimler hat 2020 hier noch eine Dividende gezahlt. Ich weiß nicht, wie es 2021 aussieht, aber das viel Interessantere an der Stelle ist, ich habe hier einen relativ langen Untersuchungszeitraum mitgebracht. Ich habe hier den 8. Oktober bis zum 4. November. Das Ganze hier bis 2020 zurückgehend. Da sind einige Krisen auch mit dabei und wir kommen hier auf ungefähr Anlagehorizont von, ich sag mal, knapp 4 Wochen. Schauen wir uns mal die Verteilung an, die dabei rauskommt. Und das ist etwas, was ich persönlich dann an der Stelle bei den saisonalen Mustern sehr schön finde. Wir haben sehr kleine
Verlusttrades, ja, und auch jetzt nicht allzu viele, aber wir haben auch im Gegensatz zu viele Gewinntrades, die deutlich, deutlich das Ganze überkompensieren. Und das sehen wir dann an der Stelle auch, wenn wir uns die harten Zahlen, die harten Facts anschauen. Hier kommen wir auf 23 Einzelereignisse. Wir haben einen durchschnittlichen Gewinn von knapp 11% bei einem durchschnittlichen Verlust von knapp 3%, im Maximum 30%, beim Maximum Loss 5,5%. Also wirklich super Ereignisse oder eine super Historie. Hier stellt sich dann die Frage, okay, warum ist das so? Das müsste man natürlich jetzt mal recherchieren, sich anschauen. Aber damit möchte ich hier das Thema mit den saisonalen Vorstellungen an der Stelle abschließen. Ja, wie gesagt, wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr das gerne als Zuschauer, die sich die Aufzeichnung anschauen, mal in die Kommentare schreiben. Dann werde ich ein paar mehr solcher saisonalen Muster für das nächste Webinar gerne vorbereiten. Ansonsten bin ich an der Stelle mit meinen Themen durch. Wie gesagt, wenn ihr im Nachgang noch Fragen haben solltet, wir können jetzt gleich nochmal schauen, ob es Fragen gibt, aber auch ansonsten seid ihr herzlich eingeladen, wie gesagt, auf dem YouTube-Kanal vorbeizuschauen oder auch bei FXFlat vorbeizuschauen und gern auch wieder dem Nelson die Fragen zukommen zu lassen. Das finde ich auch eine super Sache, dass ich die hier mit einbaue und da kann man das Ganze auch ein Stückchen interaktiver gestalten. Das war's an der Stelle und vielleicht hat Nelson noch die ein oder andere Frage oder Anmerkung dazu. Ja, eine Frage ist noch im Chat tatsächlich. Und zwar fragt der Teilnehmer hier, was ist denn mit einer AppWi? AppWi ist ein, also ich selber bin auch in AppWi investiert. Ich würde fast vorschlagen, das wäre so eine Frage, die man zum Beispiel fürs nächste Webinar mitnehmen kann, weil dann könnte ich das Ganze aufbereiten, könnte mir da auch schon mal den entsprechenden zeitlichen Horizont raussuchen, der auch saisonal interessant ist für einen Einstieg oder einen Ausstieg. Und dann, glaube ich, macht das am meisten Sinn, wenn man das zum Beispiel beim nächsten Mal dann ausführlich bespricht. Okay. Ansonsten tatsächlich alles verstanden worden. Ja, das war gut. Ja, aber du hattest ja schon gesagt, wenn jetzt Fragen noch im Nachgang dann auftreten, dann gerne auch an FXLED weiterleiten oder senden. Genau. Wir leiten das weiter. Die Aufzeichnung kommt ja auch dann entsprechend diese Woche online. Und dann, wenn keine weiteren Fragen aufkommen, möchte ich mich natürlich bei allen Teilnehmern bedanken für die Teilnahme und freue mich, wenn Sie dann nächstes Mal wieder dabei sind. Julian hat es ja bereits den Termin gezeigt im August. Ich möchte mich auch bei dir bedanken, Julian, für die Webinare, die wir schon zusammen gemacht haben. Und ich freue mich natürlich auf die zwei nächsten und wünsche allen einen schönen Abend. Und du hast ja gerne das Schlusswort. Danke, danke für die Abmoderation an der Stelle. Ich sehe gerade, es ist noch eine Frage mit reingekommen. Ich habe mir beides notiert. Ich habe mir AppWi notiert und ich habe mir auch Unilever notiert. Danke dafür. Wie gesagt, ist notiert, würde ich sagen, bereiten wir bei dem nächsten Webinar mit auf. Und dann verbleibe ich an der Stelle nochmal mit lieben Grüßen hier aus dem Herzen von Braunschweig und wünsche euch allen einen schönen Feierabend. Danke für eure Zeit. Danke, dass ihr mit dabei gewesen seid. Und dann hören bzw. sehen wir uns im nächsten Video wieder. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao.